Jetzt würde ich dir gerne sagen, woran du sehen kannst, ob jemand lügt. Die erste gute Nachricht ist, dass ein Lügner sich anders verhält als ein Nichtlügner. Das ist die sogenannte Undeutsch-Hypothese, nach einem deutschen Wissenschaftler benannt. Okay, es klingt trivial, aber es ist tatsächlich so, dass es gewisse Dinge, also das Verhalten verändert wird, wenn jemand lügt. Nämlich hauptsächlich durch etwas, was Verhaltenskontrolle, Behavior Control heißt. Nämlich der Wahrhaftige, also einer, der ehrlich ist, redet ja ganz frei, frank und frei. Er muss sich nicht groß verstellen, er muss nicht extra an seiner Glaubwürdigkeit feilen. Aber der Lügner denkt ja nicht nur die Lüge, sondern auch die Wahrheit gleichzeitig. Das heißt, da laufen zwei Stränge parallel. Also einer, der lügt, denkt immer die Wahrheit mit und überlegt sich immer, oh, ich darf mich jetzt nicht verraten. Der Lügner bewegt sich natürlich dadurch auch anders. Der berühmteste Lügner aller Zeiten, Pinocchio, hölzern. Und der Lügner ist hölzern. Das heißt, der Lügner überlegt sich genau, kratze ich mich jetzt? Das ist verdächtig. Wenn ich jetzt so stehe, ist komisch. Das heißt, der Lügner neigt dazu, eben eher ganz gerade zu stehen und zu starren. Nicht unbedingt auf dem Boden. Lügner vermeiden nicht unbedingt Blickkontakt, weil das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Blickkontakt vermeiden ist einfach zu offensichtlich. Lügner starren. Gucken dich auch ruhig mal an. Aber sie bewegen sich halt nicht normal, sondern eher so. Und Bewegungen nehmen eher ab beim Lügner. Also ein Lügner ist eben steif und hölzern. Ja? Und das ist ein sehr gutes Merkmal. Ist nicht unbedingt leicht zu sehen, aber manchmal sieht man es, wenn sich jemand sehr animiert bewegt und auf einmal bei einer Sache sehr, sehr steif und sehr kontrolliert ist. Und das ist eben die sogenannte Verhaltenskontrolle, also Behavior Control im nonverbalen Bereich. Und ein sehr gutes Anzeichen, nicht auf Nummer sicher, aber ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn dich das interessiert und du mehr zum Thema Lügen und Larven lernen willst, dann abonniere meinen Kanal.